bin ich dafür, dass du schnell genug läufst, bevor ich meinen Rucksack kriege. Das ist ja unfair, ich muss ja doppelt so weit laufen. Doppelt so weit. Ich muss ja bis zum Strand laufen dafür. Und was du nicht weißt, ist, dein Laden macht, glaube ich, früher auf. So. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Gießen. Du kannst ruhig gehen, ja. So, liebe Frau Lumida, letzte Nacht hat sie einen Julia-Mitarbeiter gefunden. Na toll, ausgehend einer von dem Haus. Sanitätsteam. Kostet Geld, oder? Ein Gold. Aber ich wollte gerade sagen, nicht, dass das irgendwie jetzt 150 kostet. Ich habe es gerade nicht geschafft. So, hör mal auf mit... Na gut, gieß mal. Aber sammel dabei. Ich hab doch gesagt, ich gieße. Ja, ist doch okay. Und sammeln. Ich bin genervt. Es klappt alles nicht, wie ich will. Und hör mal auf, so perfekt spielen zu wollen. Das geht bei Stardew Valley. Darum geht's nicht. Ja, vor allen Dingen mit dir geht's nicht. Okay, anscheinend ist mein Laden noch nicht offen. Weil der Fischer ist noch hier am Rumdümpeln. Ich glaube, der hat um 8 hat er offen. Ja, der läuft gerade noch in die Stadt rein. Na gut, dann gehe ich erstmal durch die Stadt gucken. Was haben wir heute für eine Quest? Apropos Shirley, wann machst denn du mal wieder Let's Plays? Jetzt mit der neuen World of Warcraft Erweiterung. Ach, sie sagt schon, du bist ein Streber, aber ein liebenswürdiger. Ich hätte gerne einen Katzenfisch. Bitte komm zu mir vorbei. 600 Gold George. Ja, gut. Hast du das Kompliment mitbekommen? Ja. Also das, aber das hat sie mir sogar schon ins Gesicht gesagt. Deswegen hat mich das nicht so überrascht, dass sie diese Meinung vertritt. Aber Dankeschön trotzdem für das Kompliment. So. Ich bin sogar so ein Streber, dass ich hier krankgeschrieben mit euch spiele. Ja, komm. Das ist ja Teil einer Erholung. Naja, wenn du Kopfschmerzen hast, ist Computerspielen nicht immer so erholsam. Das stimmt. Ja, vor allem bin ich mit Headset anstrengend. Ich hatte doch einen Katzenfisch, oder? Genau. Sehr schön. So. Vor allem, wenn eine Frau mitspielt, ist genau. Sag mal. Also ich fand das mit Lumi alleine erholsamer. Also sie sagt... Vielen Dank. Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Ich hab euch beide sehr doll lieb. Das klingt jetzt ironisch. Ja, soll ich noch ein Sarkasmus-Schild hochhalten? Bitte. Möchtest du vielleicht noch wissen, was Shirley geantwortet hat? Kannst du machen, wenn du gerne Dolmetscherin spielst. Sie sagt, ach Ben, ich habe gerade viel zu tun, aber so viele schreibe ich... Was? Aber so viele schreiben, ich soll wieder Videos machen. Ja, oder Speedpainting ist ja auch cool. Also sie hat nämlich sonst Speedpainting auf ihrem YouTube-Kanal gemacht, das war auch voll cool. Ja, aber guck mal, wenn du vermisst wirst, dann musst du hin und wieder mal was hochladen. Muss ich bei dir auch mal reingucken. Kann ich empfehlen. Habe ich auf meinem Video, auf meinem YouTube-Kanal verlinkt. Also als, als cooler weiterer Kanal. Was ist mit Sets? Ja, Lumi, die soll ich Kann ich nicht, weil du im Weg stehst. Ich kann dir nur welche anbieten. So. Ich dachte gerade so, was macht sie denn, oder? Dir welche anbieten, ohne es zu wollen. Upp, 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 upp. So, und dann gehe ich jetzt gleich mal den Blumenkohl wegbringen, sobald ich dir hier mitgucke. Ich hab hier auch noch Zeug, warte mal, ich hau mal hier rein. Sie sagt, ich gebe mir Mühe, aber um mich geht's gerade nicht. Ach, spielt mal, ich beobachte weiter. Ja, wo... Was? Wieso ist der Fischer nicht in seinem Laden? Warum ist der Fisch oder der Fischherr? Der Fischherr ist nicht in seinem Laden. Ja, jetzt mach's, sonst hole ich mir wirklich meinen Rucksack. Ich kann nicht, der ist nicht da. Der Laden ist offen, aber der Typ ist nicht da. Wer ist Jodi? Ah, sehr schön. Das ist jetzt auch eine Quest für Jodi. Jodi ist die mit den verknoteten Haaren. Die ist, links unten ist das Haus von ihr. Die müsste aber jetzt wahrscheinlich gerade rauslaufen. Jetzt ist sie daheim. Also sie ist links unten. Ich muss zu George. Wir haben noch genug Blumenkohl. Wer war denn George? So, ich habe genau zu sein, haben wir noch zwei. Einmal Gold. Nee, wir haben einmal Gold, einmal Silber und 6 normale. 7. Ja, also jetzt sind 6. Wo ist George? Ja, ich weiß ganz genau. Was wir in unserem Inventar George haben. Ist der Alte. Ja. Georgie George. Wie spät haben wir es eigentlich? Also. 40. Hallo Ben, also hast du meinen Besuch gesehen? Die Anzeige sieht perfekt aus. Wie sieht das für deine Mühen? Der scheint reich zu sein. Also fast 9. Shane hat heute Geburtstag. So, jetzt gucken wir mal nach, was Shane mag. Will doch nur meine Angel kaufen. Shane mag alles, was wir nicht haben. Toll. Was mag er denn, was er nicht liebt? Wir könnten ihm alle ein Bier kaufen, aber das wäre irgendwie zu teuer. Das lohnt sich nicht. Oh, das gibt's doch auch nicht.
Ich habe noch ein Saatgut gekauft, ne? Wenn ich jetzt eh gerade noch nicht einkaufen kann. Wo ist denn die Liste mit den Gifts? Hör doch mal auf zu beschmuhen hier. Ja, was willst du dann dem Shane schenken? Ich hätte dem einen Kupferborn geschenkt. Ja. Warum nicht? Kann ich mir richtig gut vorstellen. Was ist denn das Problem daran, einen Kupferbahn zu schenken? Also ich schenke auch immer Leuten zum Geburtstag einen Kupferbahn. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mensch, warum kann ich hier nicht auf diese bescheuerte Quest? Ich möchte meinem Vater einen Streich spielen. So, Alex möchte wieder Meerrettich und Shane möchte irgendwas geschenkt haben. Also kriegst du das jetzt bald mal hin mit der Angel? Der Tag ist fast vorbei, dann kaufe ich noch Saatgut. Ich habe gerade schon Saatgut gekauft, du hörst mir ja nicht zu. Macht Abigail glücklich, ich kann Abigail auch. Ich habe 36 Saatgut. Wir haben immer noch 2300. Hast du die Quest so abgeschlossen? Kannst Pastinaken halt. Ja, dann kauf halt noch ein paar Pastinaken. Ich habe 30 Pastinaken, ich kaufe nicht noch mehr. Ich mach das nicht wie du. Ich kaufe nicht für 2000 Gold Pastinaken. Man kann nie genug Pastinaken haben. Doch. Ich hatte jetzt, bevor ihr euch weiterschreitet, hol ich mir eine kleine Kupferspitzhacke. Mach halt, wir kriegen ja eh noch mal Geld. Nein, vorher krieg ich meinen Rucksack. Ja, dann geh da endlich mal einen holen. Ja, jetzt Moment, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Ich wollte Gas geben wolltest du. Ja. Nein, ich wollte den Shane hat Geburtstag und noch irgendjemand Lieferung hier. Alex will nämlich noch wilden Meerrettich. Ja, der will ich hier. Hol jetzt den Rucksack erstmal. Ja, ist ja gut. Ist ja noch 2 Stunden offen. Wir sind heute echt nicht schön zum Anziehen. Wir zicken uns irgendwie die ganze Zeit an. Ja, weil du das so hier vorantreibst und wir unbedingt diese blöden Goldpastinaken haben sollen, wollen, können. Das können wir noch zig andere Jahre machen. Du wirst mir noch dankbar sein, wenn wir das nicht erst in den Jahren haben. Erstmal verhaspel ich mich und du dann auch. Alter. Freust dich darüber mehr als ich. So, jetzt kann ich noch ein paar Pastinaken kaufen. Aber das nächste ist wirklich mein Dingens, ja? Ja, du bist jetzt als nächster dran. Es kriegt ja immer rein um jemand was. Ich sehe nicht mehr meine Toolbar, weil das auf dem Zeug ist. So. Spätestens, wenn wir die ganzen Pastinaken verkaufen, haben wir wieder Geld. So, hier, jetzt kriegt der Shane noch seinen Geburtstag. Ich hab gerade noch Haufen Belohnungen gekriegt. Ach, hier, Belohnung abholen. So, wir haben einmal eine Nacht auf den Echo-Hügeln als Möbel. Und einmal einen Trommelblock. Das Geräusch einer Trommel ab, wenn du vorbeigehst, geil. Bitte was? Ich stell's einfach an den Eingang jedes Mal, wenn wir uns doof gehen machen. Oh nein. Das Ding. So. Gut, ich heute noch Energie habe, ey. So, jetzt muss ich nur noch den Schmelzofen haben und tiefer in die Mine gehen. Dann bin ich quasi Wasser fast fertig. Nein! Du würdest es vermutlich in meiner Höhle nicht mögen. Es ist dunkel. 50 Shades of Grey. 50 Shades of Black dann wohl eher. Nachts sind alle Katzen grau. Das ist übrigens die Porno-Verarsche zu 50 Shades of Grey. Ich hab's aber noch nicht gesehen. Was? Wie? 50 Shades of Black. Es wird mir irgendwie ständig von einem Kumpel empfohlen. Dass ich das dringend gucken muss. Ich dachte, jetzt kommt sowas, das wird mir ständig von YouTube empfohlen. Nein, um Gottes Willen. Es ist glaube ich, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ein Porno, aber ein Satire-Porno auf 50 Shades of Grey. So. Hier unten ist noch ein Platz frei. Oder mehrere Plätze sogar. Ich brauche aber erstmal Dünger. Ich habe noch Dünger. Fällt mir gerade so auf. Kauf doch Dünger, wir haben genug. Hier sind noch genug ein paar gedüngte Plätze. Mehr. Wieso haben wir denn jetzt wieder Geld? Ich habe doch eben alles für Pastinaken ausgegeben. Weil Felix Aufgaben abgeschlossen hat. Ich glaube, deswegen. Ja, das macht danach, bevor ich. Du hast ja auch noch Pastinaken. Ja, ich habe noch 20 Stück. Ich sag doch, wir haben jetzt mehr als genug, du solltest nicht neue kaufen. Ja, ich kaufe nicht noch neue. Ja, natürlich, wir kaufen. Guck mal, wir haben. Ist ja halt auch noch Bullshit, wir sind doch kein Großbetrieb. Wir sind doch keine 100 Mann. Lieber Ben, wir haben noch 10 Tage Zeit. In der Zeit können wir noch ganz viele Pastinaken anbauen und ernten. Ja, aber die ich jetzt kaufe, die will ich auch jetzt anbauen. Wir müssen sowieso in 2 Tagen dann irgendwas kaufen, was 8 Tage dauert, sonst ist es überhaupt nicht mehr effizient. So, wir machen doch 2x4 einfach bei Pastinaken. Das fehlt natürlich auch. Müll habe ich gefunden. Das ist aber naheliegend jetzt.
Ich habe übrigens fast gleich keine Energie mehr. Ich muss dir den Restpastinaken geben, wenn du noch Energie hast. Ich habe noch Energie, aber ich habe keinen Dünger mehr. Ja, den habe ich auch nicht. Scheiß drauf. Bau den Shit jetzt an. Nein. Wir holen jetzt Dünger. Ah, da baue ich ja den Shit an. Du musst dann halt noch gießen. Nein, du baust den nicht an ohne Dünger. Wir trugen aber. Schon durch. Das ist... jetzt habe ich die Axt nicht dabei. Du musst aber noch gießen. Miau. Ich habe den großen Rucksack, jetzt kann ich ja wieder alles mitnehmen. Mensch. Das ist voll stressig, wenn man so viel anbaut. Ich gieße deinen Kram nicht, wenn du nicht gedüngt hast. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich muss in meine Hacke hin. Da ist meine Hacke. Habe ich böse Gesten in die Kamera gemacht. Hast du mir den Stinkefinger gezeigt? Ja. Jetzt gieße ich es schon mal gleich gar nicht. Nie wieder irgendwas von dir. Penny ist ja auch süß. Dann schlafe ich halt bei dir. Dann schlafe ich bei dir. Oh, ich habe eine Sequenz. Ich nicht. Shane, weil ich ihm ein Geburtstagsgeschenk gemacht habe wahrscheinlich. Hast du ihm geschenkt jetzt eigentlich? Ein Amethyst. So haben wir davon noch welche? Ich mochte Shane. Ich mag die schwierigen Männer. Hier, ein kühles Bier. Ey, ich könnte jetzt noch ein Bier trinken. Gute Idee. Lumi säuft. Puh, Leben. Katze, wo bist denn du hin? Er ist stark selbstmordgefährdet, so war das doch, oder? Deswegen mag ich ihn ja. Keine Ahnung, ob der selbstmordgefährdet ist. Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner elenden Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst. Ich habe sogar noch Blumenkohlsamen, die kann ich auch nicht anbauen jetzt. Jetzt zerstör mal hier nicht dieses scheiß tiefgründige Gespräch. Egal wie sehr ich mich anstrecke, ich habe das Gefühl, dass ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Wollten wir nicht eine Saatgut-Truhe machen? Oh, ich bin beschwipst. Das Bier. Hey, eine schnelle Trinkerin, hm? Eine Frau ganz nach meinem Herzen. Mach es dir nur nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Ja, und Shane nicht mehr. Die sagt, du bist ja stark selbstmordgefährdet. So, ich häng jetzt das Bild in. Oh, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Lumida. Ich hab mir schon ein schönes Bild in meiner Wohnung hängen. Toll, jetzt ist so viel Zeit verloren, weil ich betrunken hier rumgegeistert bin. Tja, hättest du mal nicht mit deinem süßen Typen da rumgesoffen. Ich glaube, ich heirate den. Und dann bringt er sich um. Nein. Habt ihr eigentlich jetzt schon alles gegossen gehabt, oder? Meine Sache habe ich gegossen, aber ich konnte nicht alles pflanzen. Die Energie hat nicht gereicht. Die eine Sache von ihm ist noch nicht gegossen, wenn du noch nicht so, wenn du noch nicht... Das habe ich auch gegossen. Weil du hast es ja nicht gemacht. Ich bin schlafen gegangen und hab's dann halt gegossen. Ich hätte es gemacht, wenn ich unten drunter meinen Shane, hier geblieben! Da ist ja mein Geburtstag erinnert, ich bin beeindruckt, danke! Vielleicht mag er mich jetzt mehr. Oh, jetzt habe ich auch eine Sequenz. Ach, du bist auch nach unten, verdammt. Ja. So spät noch auf. Hier, ein kühles Bier. Spannend, was wird er wohl bei mir erzählen? Puh, Leben. Ein paar Emotionen darfst du da schon noch reinstecken hier. Hast du immer das Gefühl, dass du bei jeglichen Formen einfach nur scheitern wirst? Als würdest du in irgendeiner Elendlehre so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst. Hey, wir haben den ersten Ahornsirup. Shirley hat den Bierdude auch schon mal geheiratet. Der ist aus der Repression rausgekommen, war schön. Okay. Bitte was? Shirley hat den Bierdude auch geheiratet. Die hat das Spiel auch schon durchgespielt. Ah. Gluck, 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 gluck. So, was nehmen wir jetzt für Sommer für eine Farbe? Hey, schöner Trinker, hm? Ein Mann ganz nach meinem Herzen. Mach das ja nur nicht zur Gewohnheit. Für eine Kiste. Ein Mann ganz nach meinem Herzen klingt irgendwie zweideutig. Ja, du kannst auch Männer heiraten, oder? Ja. Also? Alles gut. Aber ich wollte ja eigentlich schlafen gehen tatsächlich. Jetzt ist auch wieder viel zu spät. Penne ich jetzt direkt ein? 1:40 Uhr, ich habe 20 Minuten, das schaffe ich nie. Du wolltest doch mit ihm schlafen gehen, oder habe ich dich da falsch verstanden? Das schaffe ich nie. Bis da schnell, Ben, schnell. Ich gebe um.
Tschüss. Ich bin auch gerade, ich hab's auch verpeilt. Bin ich jetzt die Einzige, die es geschafft hat, ins Bett zu kommen? Ja. Sieht so aus. Ich meine, ich hab noch draußen gestanden und Kissen gefärbt. Ich hab draußen gestanden und Kisten gefärbt. Guck mal, wir haben 15.000 Gold verdient insgesamt. Mayonnaise-Maschine können wir herstellen. Und einen Sprinkler endlich mal. Ich nicht. Den Sprinkler, und Sprinkler ist auch nicht der erweiterte Sprinkler, der ist irgendwie doof. Der erweiterte macht dann erst richtig Sinn. So.